So, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des Windes, hier am frühen Morgen und mit trockener Kehle bei Let's Play The Long Dark. Ja, früher Morgen, ich habe jetzt geraten, ist es richtig. Wir fühlen uns leicht durstig. Was haben wir eigentlich da? Ich glaube, dem müssen wir erstmal Abhilfe verschaffen. Und ganz genau. Dann können wir, glaube ich, mal anfangen, hier noch ein bisschen unser Material zu sorten. Wir brauchen nämlich immer nicht alles mit uns herumschleppen. So, das. Okay. Sind eigentlich ganz gut angelegt. Ich glaube, ein bisschen von dem Holz können wir noch hier lassen. Ein bisschen nehmen wir wieder mit für den Fall der Fälle. Und wir werden bestimmt auch mal zwischendurch Feuerchen machen. Aber ja, wie gesagt, umso weniger wir mit uns rumschleppen, desto mehr können wir wieder mitnehmen, desto weniger kratzt das an uns selber. Metallschrott. Ich glaube, das packe ich mal unten rein. So, aufgerollte Zeitung. Das kann auch hier rein. Vielleicht sollten wir ein oder mehr lieber einen Anzünder mehr hier mitnehmen, weil ja, wenn wir keinen Erfolg haben mit dem Anzünden vom Feuer, dann gehen die ja immer weg, glaube ich. So, Tannenholz. Okay, das will. Zeitungspapier. Ach, den Zündbündel lassen wir mal hier. So, aufgehörte Zeitung, Zeitungspapier nehmen wir mit Tannenholz, nehmen wir zweimal mit Altholz. Mal eins hier lassen. Oh, so, Metallschrott und Stoff. Ich glaube, das bringe ich mal runter. So, und dann wollen wir auch mal gucken, wie das Wetter draußen ist. Und wir wollen nicht lange um heißen Brei drum herum reden. Wir müssen uns auf jeden Fall hier noch Zeugs beschaffen. Da kommen wir überhaupt nicht drum rum. So, was haben wir da? Da ist bis jetzt noch nichts drin. Ist halt die Frage, was ich da jetzt überall auch reinmache. Auf jeden Fall würde ich das hier unten lassen, weil hier ist gerade der Crafting-Tisch. Ich glaube, hier unten mache ich mal alles rein, was so. Ach nee, Moment. Wir haben doch da eine Schublade, oder? Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Genau, hier können wir doch so ein Zeugs hier reinmachen, so Stoff. Pack mal zwei hier rein. Eins nehme ich mit und ich pack auch einen Metallschrott hier rein. So, nice. Wir haben ja sowieso noch keine Kits und Tools und so. Das heißt, wir können noch gar nicht reparieren. Wie geht's uns denn overall? Wir haben ziemlichen Hunger, okay. Haben leider nicht so viel zu essen. Fuck, ey. Wir haben, glaube ich, auch noch kein Jagdmesser, wie es mir scheint. Wir haben Angelhaken, wir haben noch keine Schnur. Aber wenn wir keine Jagdmesser haben, können wir uns auch keine Schnur bauen aus den Tierresten. Das ist scheiße. Ganz ehrlich, das ist mega scheiße. So. Naja, mal gucken, was wir noch so finden. So Spitzenpfirsiche. Ja, noch nicht mal ein Dosenöffner. Fucking shit, ey. Dose aufgeschlagen, 20% verloren. Das ist natürlich, ja. Okay, wie sieht's aus? Scheiße. Das bringt alles überhaupt nichts. So, haben wir da oben noch irgendwelche Snacks? Wenn, dann sollten wir die jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Das Beschissene ist, dass wir hier dann keine Vorräte mehr haben, aber mein Gott. Dose Kaffee. Ach, Salzcracker haben wir hier. Die nehme ich mit. Trinkwasser haben wir noch. Das reicht, glaube ich, noch. Wir haben auch noch eine Dose Zeugs. Schokoriegel. Ich nehme das mal alles mit. So. Das kann nicht schaden. Und ich glaube, das esse ich auch gleich mal hier alles so. Die Cracker, das tut mir zwar leid drum. Habe ich zwar denn leider keinen Vorrat mehr, aber tja, was soll man machen? Orangenlimo, brauchen wir das? Wir haben schon ein bisschen Durst. Na los. Alter, wie der die wegschlürft.
Okay, so, gut. Ich glaube, das Wasser reicht erstmal noch. Ansonsten machen wir wieder Feuer. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was uns draußen erwartet. Bin mal gespannt, ey. Ja, es ist leicht windig, aber es sieht ganz okay aus. Ich glaube, allzu viele Kompromisse dürfen wir hier auch gerade nicht eingehen, weil, ja, wir einfach Zeugs brauchen. Wir brauchen unbedingt Essen. Ich hoffe, wir finden irgendwo einen Kadaver. Ach, das können wir ja nicht. Ich glaube, diese frischen Kadaver, ne, die frischen vom Wolf gejagten, erlegten Kadaver, also Rehe quasi, die brauchen kein Messer, dass wir da was raustrennen können, weil die sind ja noch nicht festgefroren. Also würde mich zumindest wundern, wenn. Oh, oh. Ich hoffe immer nur, dass das Ding von mir wegrennt. So. Die Stelle, muss ich sagen, verabscheue ich da bei den Waggons. Frag mich, was dort ist. Aber wie gesagt, da können wir immer... Scheiß Dreck! Zwei! Ach! Meine Fresse, ey! Da können wir immer noch lang gehen, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade nicht so viel Wahl. Verfluchter Mist, ey. Was ist das? Kaninchen? Ach was. Ach, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Nice. Schön, wieso gibt's die nur hier? Die sind mega schnell, ey. Ich glaube, das... Also, vom Jagen her lohnt sich da eher so ein Reh. Ich glaube, die sind wesentlich leichter zu treffen. Aber nur, wenn es nichts anderes gibt. So ein saftiges Kaninchen. So, komm mal jetzt hier hoch. Das ist ja... mich ja mal interessieren. Vielleicht können wir... da diese gecrashten Waggons umgehen. Was? Was hat sie denn? Scheiße, ey. Ich weiß gar nicht so richtig, wo wir sind hier. Gefrorener Bach. Ich glaube, wir sind da, wo wir einst herkamen. In der letzten Folge, nehme ich mal an. Ich glaube, so ein richtiger Umweg ist das jetzt hier nicht. Alter, was ist denn? Mein Gott. Also, die beschwert sich doch wesentlich mehr hier als unser guter männlicher Charakter. Aber naja, wollen wir mal nichts sagen. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ganz ehrlich, ich wage es auch nicht, groß hier durch die Wälder zu gehen. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Wo sind wir denn hier? Ach, Moment mal. Hier sind die Abholzstellen. Sehr gut, dann sind wir doch auf dem richtigen Pfad. Ach, cool. Okay, wir sind also goldrichtig. Hier ist die Stelle, da sind wir schon mal da am Rand rüber gewartet. Sehr gut, wir sind auf dem Weg zum Fürsteraussichtsturm, Freunde. Und damit auch auf dem Weg zu der Abzweigung, die da noch war, wo sich dann vielleicht noch was finden lässt. Ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt noch ein paar Hütten und sowas rumstehen. Oh, hier. Den vergesse ich diesmal nicht. Salzcracker. Nicht gerade der coolste Zustand, aber immerhin. Alter, wir frieren. Ich würde hier gerne auch mal alles ablaufen und suchen, ob hier noch irgendwo was liegt. Allerdings ist die Frage, ob sich das so lohnt. Scheiße. Scheiße. So. Nur für den Fall, dass er mir zu nahe kommt.
kann ich das Ding schnell anzünden. Frag mich, ob der nicht Bock auf so ein leckeres Hirschlein hier hat. Aber ich glaube, so viel Glück haben wir nicht, dass er das jetzt vor unseren Augen erlegt. So, was liegt da noch rum? Ach hier, guck mal. Na toll. Die Frage ist, können wir diesen Hirsch da zu dem hinlocken? Der backt sich da gerade fest. Na du? Ich würde es ja ausnutzen. Die Frage ist, habe ich irgendwas, womit ich dem zu Leibe rücken kann? Nee, nicht wirklich, ne? Shit. Looks like I made it through another night. Ja, das ist schön. Scheiße! Also jetzt haben wir hier die perfekte Gelegenheit und dieses Vieh backt sich... Also wir haben nichts. Wir haben noch nicht mal eine Brechstange, womit ich drauf einschlagen kann. Ach, ist das ärgerlich. Also ein bisschen tut's mir ja leid. Ich kann gerade nichts machen. Ich habe nichts dabei. Ich habe wirklich nichts dabei. Ich kann auch mit nichts schlagen. Also, ne, selbst wenn ich wollte, das fällt flach. Scheiße, ey. Na gut, wir gehen mal hier hoch, würde ich sagen. Wir gehen mal zum Aussichtsturm. Das ist da definitiv keine schlechte Idee. Weil uns geht's merklich jetzt immer schlechter. Es wird immer kälter. Und so allmählich. Ich würde gerade sagen, wird's Abend, aber ist noch gar nicht so. Es ist früh am Morgen immer noch, Freunde. Ja, erst seit ein, ja, paar Stündchen Spielzeit zumindest unterwegs. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da oben was Brauchbares finden. Boah, wenn da jetzt ein Gewehr drin ist, ne, und das, dieser Hirsch da unten immer noch blöd gegen den Zaun läuft, das würde ich so feiern. Aber ich glaube, das wird ein Trockenfleisch. Wollsocken. Was ist das? Eine Dose? Stacys Traumlimo. Ja, man nimmt, was man kriegen kann, ne? So. Stacys Traubenlimo, Alter. Ich frage mich ehrlich, was dort in die andere Richtung noch liegt. Also ich schätze mal, hier ist auch ziemlich viel Wald so, wo einfach nichts ist, wo man sich einfach nur verläuft. Und ja, wenn man, wenn dann gerade der Schneesturm reinbricht, dann hat man natürlich eh verkackt. Aber ach, jetzt komm. Oh. Aber ja. Vielleicht gibt's ja noch das ein oder andere Schmankerlchen hier zu entdecken. Wir haben ja auf jeden Fall noch diverse Sachen gesehen. In dem Trailer auch. Ich blende das ja immer ein am Ende, mein Endscreen, ne? Der zeigt ja auch noch viele Dinge. Und ich glaube nicht, dass die Dinge zeigen, die noch nicht hier drin sind. Also, bin ich zumindest im guten Glauben. So, der Fürster, was hat er? Einen dicken Wollpullover. Nice. So. Boah. Ich glaube, das ist eine gute Idee, mit dieser Fackel hier in der Hand immer rumzurennen. Man weiß ja nie. Also ich meine, wenn der Wolf einen gerade anspringt, dann ja, ist eh vorbei, aber... Boah. Nein, es ist kein Gewehr hier. Fuck you, ey. Immerhin ein Brecheisen. Damit kann man gut verschlossene Behälter aufstemmen. Kann man damit auch irgendwie schlagen? Natürlich nicht. Fuck it.
Oh, Neset! Nice! Neset. Jackpot. Gewehrmunition. Die haben wir auch noch nicht gefunden. Und ein Messer! Boah! Jetzt geht's aber los hier. Und das Radio geht immer noch nicht. Und ein Beil! Alter! Mega! Und ein Dosenöffner! Ich raste aus! Sehr cool! Boah! Ey, da haben wir auf jeden Fall einen Mega-Fang gemacht hier. Super! Boah, und wisst ihr was? Wir haben jetzt zwar jetzt nicht viel Holz gefunden, aber wir haben ja die Gelegenheit haben... Ach, Moment mal, was ich zuerst mache ist... Ausrüstung. Mal gucken, was ich von den Sachen hier verwerten kann. So. Das könnte man zerlegen. Auch schon mal hier von hier aus. Wollpullover. Der ist definitiv in einem besseren Zustand als das Ding hier. Dicker Wollpullover, dünner Wollpullover. Ich glaube, den können wir auch zerlegen. Da haben wir wahrscheinlich wesentlich mehr von. Und dann haben wir ein bisschen Stoff und dann können wir, glaube ich, gleich mal unsere Sachen hier reparieren. Das ist auch mega cool, dass wir jetzt endlich ein Messer haben. Ich glaube, damit sind wir echt richtig gut bedient. So, den Dienst fällt auseinander. Lange Baumwollunterwäsche hält noch ein bisschen. Wir könnten Arbeitsstiefel, Wollmütze. Ich glaube, ich repariere das mal, was es am nötigsten hat. Erfolgschance 80%. 20 Minuten. Naja, komm. Wir sind ja hier im Warmen. Kann uns ja nichts passieren. So. Ach, sehr gut. Und jetzt auf 100. Ja, mega, ne? Und die Jeans, die hat auch ein paar Löcher. Scheiße, dann nutzen wir das nächste Set gleich wieder ab. Ich frage mich, ob man das reparieren kann oder ob man dann einfach, ja, Pech hat. Boah, 54, das ist jetzt nicht so doll. Ich habe noch einen Stoff. Einen Stoff habe ich noch, wisst ihr was? Ich glaube, da werde ich mal... Was werde ich denn da mal reparieren? Ich glaube mal den Baumwollpulli. Ich glaube, der bringt's. So, come on. Fuck, hat es jetzt geklappt? Nein, hat nicht. Ach, wollt ihr mich verarschen und der Stoff ist weg oder was? Was, also, hat er den verbrannt vor Wut oder was? Das gibt's doch nicht. Wieso ist das denn weg? Dass es eine Zeitung weg ist, wenn die das Feuer nicht ankriegt, das ist ja noch, das verstehe ich ja, ne? Aber, what the fuck? Was macht die denn mit dem Stoff? Die den vor Wut in 1000 Teile zerschnitten? Ey, so dumm kann man doch nicht sein. Ganz ehrlich, ich reg mich jetzt hier auf. Mann. Wir haben nichts weiter, was wir kaputt machen können. Ich glaube, ich sollte auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser einschmelzen. Alter, Streichhölzer hier noch und nöcher. Frag mich, warum Kartonstreichhölzer also weniger Erfolgschance haben, Feuer anzuzünden als Holzstreichhölzer. Also ich meine, kann mir das mal jemand erklären? So, Brandbeschleuniger. Wehe, das geht nicht. So, come on. Oh. Das ging schnell. Okay. Ich leg mal hier noch ein Holz nach. Naja, komm. So, 3 Stunden. Boah. Schnee. 5 Liter. Ach, na komm. Ich glaube, das können wir uns gönnen. Wie lange das dauert, Schnee einzuschmelzen? Hier 1 Stunde. Anderthalb. Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Naja. Also, wenn wir es eingeschmolzen haben, ist besser als, ja. Also... Wenn wir jetzt nicht alles schaffen zu kochen, dann ist das immer noch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben es eingeschmolzen. So, die paar Liter können wir immer noch abkochen. Das mache ich jetzt auch. Hauptsache, wir haben was dabei.
Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn man dieses unsichere Wasser trinkt. Wahrscheinlich, Oh! Ich nehme einen Kräutertee. Mm. Wahrscheinlich holt man sich da wirklich eine Lebensmittelvergiftung. Wobei, ich glaube, dass jetzt Schnee... Also ich meine, so mega schlimm wird doch das nicht sein, oder? Na klar, der liegt hier rum. Aber... Na gut. Ja, wollte gerade sagen, mit Abgasen und so weiter. Aber draußen ist jetzt auch nicht so viel mit Abgasen. Also zumindest nicht mehr. Also ich glaube, ich würde das nicht unbedingt abkochen und da meine Energie verschwenden. Aber vielleicht, ja, bin ich da auch auf einer falschen Fährte. So, wir sind erschöpft und wir haben Durst und wir haben Hunger. Und bevor ich jetzt diese ganzen Essensproblematiken angehe, glaube ich, es ist Nachmittag, wir können uns ruhigen Gewissens mal ein bisschen hinlegen. So, bevor wir weiterziehen. So, hier. Richtung abends ist eigentlich gar nicht so cool. Nehmen wir mal... Komm, nehmen wir mal eine Stunde. Haben wir auch nicht so ganz so dieses Durstproblem. So. Es ist 4 Uhr nachmittags, so. Scheiße. Naja, ich glaube, ich muss sowieso erstmal was trinken noch. Traubenlimo, ja, das ist auch nicht gerade in einem guten Zustand. Hä, wieso haben wir 5, ach so, da war noch ein Rest, ne? Alter, 5 Liter Wasser mit. Geil. So, was an den Salzcrackern schlecht wird, das muss mir auch mal einer erklären. So. Nee. Boah, Durst. Komm, setz an. So. Yeah. 0,42 Liter. Hatte so mega Durst. Ey, boah, da trinke ich dir die 2 Liter weg. Das kannst du aber wissen. Okay. Ja. Liebe Freunde, ich weiß jetzt nicht, was sinnvoll ist. Ich glaube, sinnvoll wäre in erster Linie, wenn wir schlafen. Also einerseits können wir halt schlafen und dann gleich weitergehen, den anderen Weg nehmen. Oder wir gehen jetzt nicht schlafen und wir gehen zurück und klappen noch diese Hütten ab. Ich glaube, das mache ich auch. Diese Bauarbeiterhütten dort. Da sind wir nämlich nicht dran vorbeigekommen, weil wir ja den Umweg gegangen sind. Ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Ich glaube, so viel Zeug habe ich auch nicht mit. Es geht noch. Unsere Erschöpfung steigt zwar. Ich hätte, glaube ich, diesen Kaffee trinken müssen. Das fällt mir natürlich jetzt erst ein, wo es zu spät ist. Aber ja, naja. Vielleicht ist der Tee besser für die Nerven. So. Okay, uns geht's ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass wir müde sind. Aber ich glaube, das ist noch ein kleineres Problem. Hauptsache, uns wird es nicht zu kalt und Hauptsache, wir dehydrieren nicht zu stark. Ich glaube, das ist wesentlich schlimmer. Alter, guckt mal. Dieser Felsen hier sieht aus wie ein Eisbär, oder? Wo gerade mein Cursor drauf zeigt. Schön. Aber das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Wie so ein Eisbärkopf von der Seite. Seht ihr das? Das ist so das Auge, das ist die Nase, das ist der Mund. Schön. Hier ein kleines Easter Egg gefunden. Wenn das nicht nur Zufall ist. Natürlich, das Reh ist weg. Aber vielleicht liegt da irgendwo der verwesende Kadaver. Haben wir den schon gefunden? Nee, haben wir natürlich noch nicht. Der hat es nicht ganz bis zum Aussichtsturm geschafft. Sehr geil. Sehr geil. Moment mal. 2,4. Das ist schlecht. Das ist cool, dass das immer anzeigt, ob das besser oder schlechter ist als das, was wir gerade tragen. Down in Weste, Down Skijacke. Ich glaube, die ist auf Dauer
dann doch trotzdem besser. Vielleicht können wir die mal reparieren. Wir haben ja noch Stoff in unserem... unserem Apartment. Leck mich am Arsch. Der dreht hier... Der dreht hier immer noch seine Runden. Der Saftsack. Wo ist der? Da. Boah. Boah, Alter. Was ist das denn hier jetzt? Habe ich hier diese Erinnerung die ganze Zeit von der... von meinem Antivirenprogramm. Alter, das ist ja nervig. Moment mal. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass das jetzt klappt hier. Boah. Ich fühle mich aber erstaunlich viel sicherer, wenn ich diese Fackel hier habe. Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Und das auch, glaube ich, nur deshalb, weil ich die Wirkungsweise schon kennengelernt habe. Das könnten wir vielleicht wieder machen. Wir haben leider nur eine, das ist das Problem. Die sollten wir echt mit Bedacht einsetzen oder, ja, wenn Not am Manne ist. Oh. Ich muss echt ganz genau Ausschau halten, ey. Und vor allem, ich glaube, was ich mache ist, wenn ich sehe, dass ein Wolf einen Hirsch jagt, werde ich da auf jeden Fall hinsteuern und den Wolf verjagen. Solange es noch geht und solange der noch nicht zu viel weggefressen hat. Links oder rechts? Ach hier sind die Hütten. Sehr gut. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. So, sehr schön. Dann räumen wir das ja auch noch aus. Können hier vielleicht... Was? War da gerade ein Geräusch? Ich glaube, ich muss dann aber doch trotzdem zurück zu unserem Lagerhaus, weil wir dann halt ziemlich viel Zeug mit haben. Ich meine, klar, wir können jetzt hier noch ein bisschen was wegessen, aber ich glaube, so Sachen wie das Kit und sowas, das ist, naja, gut, ich weiß nicht, wie viel das ganze Zeug wiegt, aber ein Schal. Schön. Einen Schal haben wir noch gar nicht. Ja, gucken wir erstmal, was wir hier so finden. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall müssen wir hier mal schlafen. Ach so, Holz. Ja, Holz ist natürlich die Sache. Holz ist natürlich schwer. So. Schublade. So, das ist die gleiche. Also diese Geräusche hier immer, dieses komische Atmen oder was das sein soll. So diese... Das können wir nicht mitnehmen. Okay, ich glaube, hier sind wir dann fertig. So, gleich mal den Schal anziehen. Yeah. Ich würde mir so die Jacken übereinander ziehen. Das könnt ihr aber wissen. Frag mich, warum das nicht geht. Die Frage ist... Was ich gleich mal ausprobieren werde, ist, ob wir die Jacke über die Weste ziehen können. Ich glaub's ja fast nicht. Moment mal. Nee, scheiße. Warum nicht, ey? Es macht doch voll Sinn eigentlich. Ach hier, ach guck mal. Ach, Stoff. Ist sogar mein Handy. Ja, definitiv eine Sturmlaterne. Oh. Down-Ski-Jacke. Scheiße. Da haben wir ja ein bessere gefunden an dieser verkräpelten Leiche da draußen. So, Plastikbehälter. Und da steht ein Kanister, wie ich sehe. Na toll. Scheiße, das wiegt alles übelst viel, die Scheiße. Aber bringen tut's jetzt, ja, mäßig. Zeitungspapier. Sturmlaterne, ich weiß gar nicht. Also klar, nachts ist das sicherlich sinnvoll, aber... Naja, gucken wir mal.
Guck mal, ob wir zurück müssen. Auf jeden Fall müssen wir hier schlafen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So. Bevor wir weiterziehen. Egal, welche Richtung wir aufbrechen. Ich würde ja ganz gerne gleich dahin gehen. Weil natürlich jeder Weg ein Risiko birgt. Und beim letzten Mal sind wir ja genau an der Stelle gescheitert. Ein-Mann-Packung? Das kann ich gut brauchen. Moderne, hochwertige EPA, die streng genommen echte Lebensmittel enthält. Streng genommen, was ist das denn für eine Aussage? Sorgt dafür, dass Soldaten nicht aus den Stiefeln kippen. Ach cool, so eine so Mikronährstoffe oder so ein Scheiß. 1750 Kalorien? Also ich meine, eine Pizza hat mehr, aber ich glaube, für das Spiel ist das schon eine mega coole Sache. Cool. Ja. Siehst du, unter den Betten gucken lohnt sich dann doch ab und zu doch. Dosenöffner. Okay. Na komm, jetzt beschwer dich nicht. Dosenöffner ist doch erste Sahne hier. So, das Kissen kann man nicht mitnehmen. Och, da liegt noch ein einzelner, einsamer Schokoriegel da in dem Schrank. Das ist ja wirklich so bedauerlich. Den, glaube ich, muss ich gleich retten. So. Eine leere Schublade, sonst nix, ein paar Söckchen getragen, aber ich glaube, das ist... Schön. Schön einsortiert. Da hat Mutti wieder gesagt, kannst du aufräumen? Er hat aufgeräumt. So. Ich glaube, wir sind hier durch. Ich glaube, wir sind hier überall durch. Cool. Okay, gut. So, was haben wir denn alles Schönes? Oder nee, erstmal, wie geht's uns denn? Wir sind erschöpft. Wir haben ja geringfügig Hunger, geringfügig Durst. Kalt ist hier natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben ja auch einen Schal gefunden. Wir haben ziemlich viel an Zeug mit. Es ist halt die Sache so, diese Downski-Jacke. Ich glaube, die können wir mal zerlegen. Da haben wir vielleicht dann mehr von. Zwei Stoff gibt's da. Nice. Dann können wir vielleicht einen Stoff gleich mal wieder verbrauchen. So. Zack. Sehr schön. Wir haben hier... 100%. Nice. Boah, die ziehe ich gleich mal an. So. Wollsocken 70% gegen... Wir sind schlechter... Und die werden auch, glaube ich, Baumwollsocken werden gegen Wollsocken immer abstinken. Ich glaube, dann zerlege ich die auch gleich mal. Weil den Stoff können wir gebrauchen. Und vielleicht kann ich gleich mal gucken, was ich hier noch repariere. Was kann es denn gebrauchen? Ich glaube, die Jeans? Naja, das haben wir immerhin drüber. Ja, ich glaube, die kann es gebrauchen. 83% Erfolgschance. So. 83% von, wie viel waren das vorher? 50 oder so? Okay. Ja, die macht jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. 0,3 Grad. Es ist wirklich beachtenswert. So. Den Schal. Scheiße. Überladen. Kacke. Okay, unser Erschöpfungsgrad macht sich megamäßig bemerkbar. Deswegen hau ich mich jetzt hier erstmal aufs Ohr. Es ist ja auch schon um 8 Uhr abends und ich glaube, wenn wir dann früh wieder aufstehen, genau 12 Stunden. Für wie viel Kalorien verbrauchen wir? 900. Ich glaube, das geht gerade so. Wenn wir dann morgen früh wieder aufstehen, dann geht's weiter. So, Freunde, diese Folge war ja mal mega erfolgreich. Wir haben echt alle Tools gefunden, die wir brauchen. Darüber bin ich übelst zufrieden. Und wir haben jetzt ziemlich viel Zeug mit. Wir haben noch ein bisschen Snacks gefunden, Essen hier und da. Haben, glaube ich, eine gute Möglichkeit, uns zu verteidigen mit dieser Fackel in der Hand, wenn es mal brenzlig wird. Das sollte uns aus der Patsche helfen. Und in der nächsten Folge bin ich auf jeden Fall schon gespannt, noch ein bisschen mehr hier von der Welt bei The Long Dark zu entdecken. Und vielleicht, hoffentlich, finden wir dann auch mal das Gewehr, sodass wir echt hier eine nachhaltige, oder in Anführungsstrichen, nachhaltige,
Essensbeschaffung hier etablieren können. Aber ja, das wird sich alles zeigen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Schön, dass ihr erstmal hier dabei wart. Und bis dann, Freunde. Haut rein. Ciao. Many suffered beyond reason. Now, most are gone. Their countless stories left untold. Who will bear witness to this long dark? I will.